Okay, dann Viertel vor neun. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem Stereo Trader und natürlich mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich wie immer den Bildschirm an den Dirk übergebe, müssen wir obligatorisch den Risikohinweis kurz besprechen. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, ganz wichtig an der Stelle. Und selbst wenn der Dirk heute hier ein paar Live-Trades macht, bitte das nicht als Empfehlung verstehen. So, dann Dirk, wünsche ich viel Erfolg, viel Spaß. Ich übergebe den Bildschirm. Ja. So. Moment, ich bin gleich soweit. Ne? Ich sagte, ich musste hier gerade so ein bisschen was neu starten und hoffe mal, das funktioniert jetzt hier alles stressfrei. Jetzt muss ich aber erst gleich auch mal gucken, wer denn da überhaupt da ist. Weil du ja gemeint hast, wir haben heute einen Spezialgast. So, aber auch erstmal von meiner Seite hier, hallo, herzlich willkommen zum Live-Trading heute hier mit dem DAX und dem Nelson, der heute scheinbar hier auch gut aufgelegt ist. Ich glaube, wir brauchen auch heute einen, der gut aufgelegt ist, weil ich mir die Märkte so angucke, habe ich ja gestern Abend auch noch was dazu geschrieben, so von wegen ja Gruselmarkt. Ja, das ist natürlich alles so ein bisschen speziell. Aber jetzt gucke ich auch erstmal kurz hier in die Teilnehmerliste. Sehe ich die? Die sollte ich ja eigentlich sehen. Ja, Irgendwie. auch die Fragen solltest du sehen, den Chat. So, mal gucken, wer ist denn hier dabei? Es ist ja richtig was los. Ich gucke schon direkt nach T. Ist gar nicht so verkehrt. War kein Fehler. Schalt, gib dem bloß kein Mikro. Bloß nicht, dann komme ich hier nicht mehr zu Wort. Moin, Thorsten. Und morgen natürlich auch all die anderen. Der Nelson hat ja gerade auch schon was gesagt zum Thema Risikohinweise. Ich mache das auch immer gerne nochmal in eigener Sache, weil natürlich ist hier das Live-Trading im DAX morgens um 9 Uhr. Das muss nicht zwangsweise funktionieren. Ja, das ist halt auch alles immer nur ein Teil des Ganzen, weil ich ja halt in der Gruppe auch immer Trades eben poste. Ein bisschen unregelmäßig zwar, aber dann eben auch nur die Sachen, wo ich sage, okay, das macht auch wirklich Sinn, das zu posten, beziehungsweise könnte sich gut in der Statistik auswirken. Die Statistik sieht halt so aus. Momentan, das ist der Stand der Dinge seit August. Und das heißt, wir haben jetzt irgendwie 182 Trades und liegen da insgesamt mit 2600 40 Punkte vorne netto, jetzt ohne Kosten, das heißt ohne Spread und so weiter. Selbst wenn man da noch ein bisschen was abzieht, meinetwegen auch 2 Punkte und irgendwie nicht nur einen, dann sind wir da halt auch immer noch deutlich weit über 2000 Punkten vorne. So, das heißt aber, auch wie man hier sieht, gibt es auch mal einen Knick. Das heißt, es gibt auch mal Tage, die laufen natürlich nicht so gut. Und entsprechend kann das natürlich auch im Live-Trading genauso passieren. Deswegen ganz wichtig, bitte nicht einfach blind nachmachen. Und was mir persönlich natürlich auch wichtig ist, bitte nicht nur an dem Live-Trading dann irgendwie beurteilen. Das gilt insbesondere für die Anfänger, wenn da was nicht funktioniert, nach dem Motto, der hat ja keine Ahnung. Das glaube ich nicht, dass ich keine Ahnung habe. Ich mache das ja auch schon 3 Tage länger. Aber eben jeder Profi weiß das, zu jeder Strategie gehört auch mal der ein oder andere Verlusttrade. Ohne geht es nicht. So, das aber nur in eigener Sache. Und dann komme ich auch mal gleich zum Markt. So, da habe ich ja gestern irgendwie auch geschrieben, fange ich vielleicht mal damit an, dass ich halt gesagt habe, dass man halt irgendwie, wenn wir jetzt halt hier eine Range verlassen, ja, ich mache mir hier den Stundenchart auf, wenn wir also eine Range verlassen und wir hatten halt hier nun mal tagelang eine Range in dem Bereich hier von oberhalb 221, beziehungsweise eigentlich hier 315. Das war wohl irgendwie so das Zentrum des Geschehens, immer rauf und runter und halt eben doch nicht rauf und doch nicht runter. Und dann halt auch hier mal eine Übertretung von dem markttechnischen Level hier an der Stelle. Das ist 11.420, ist genau hier oben der Punkt. Und da sind wir mal irgendwie ganz kurz, ganz knapp drüber. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen
eng skaliert. Ich ziehe das mal ein bisschen auf, damit es ein bisschen deutlicher wird. So, das heißt, hier sind wir halt dann ja entsprechend mal kurz drüber gegangen. Sieht man ja, das war morgens irgendwie, da kam auch kein Volumen mir hinterher und entsprechend dann noch mal runter. So, und dann gab es so ein bisschen Gezackere und jetzt hat er halt dann tatsächlich geschafft, hier mit dem Gap dann über das G20-Wochenende dann mal oben rauszukommen. Da hatte ich ja noch geschrieben, man sollte irgendwie nicht zu früh dann nochmal Short suchen, weil wir sind ja halt auch hier nur mal in einem Abwärtstrend unterwegs, also markttechnisch mal ganz deutlich. Dann habe ich ja geschrieben, so 11.561, vielleicht nichts, lieber dann irgendwie ein Level oben drüber. Und das wäre dann halt als Beispiel die 11.667 gewesen. Also als Short, ja, jetzt nicht um da long hinzulaufen. So, es ist aber gestern tatsächlich schon wieder bei 11.561 gescheitert. Und das heißt, was heißt gescheitert jetzt erstmal, ja, gestern das so. Das heißt ja für heute jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Und habe ja auch gestern Morgen dann auch in der Gruppe noch gesagt, wenn das halt wirklich passiert und hier die nicht gekauft wird, dann ist es klar schon wieder als schwach zu werten. So, und wie das Ganze ausgeht oder ausgegangen ist, sehen wir jetzt. Wir stehen hier irgendwie 150 Punkte schon wieder tiefer und vor allen Dingen unterhalb der 11.420, die natürlich schon wichtig waren. Das heißt, wenn das Ganze jetzt hier unglücklich läuft und dann war das halt einfach nur ein Fehlausbruch und wir kippen wieder in die alte Range. Und das heißt, wenn wir dann wieder hier unter diesem Level sind, das heißt, dann könnten wir genauso gut entsprechend eine Fortsetzung nach unten bekommen. So, jetzt ist aber natürlich halt, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen einfach. Ja? Also das macht mich halt auch so ein bisschen stutzig, weshalb ich da auch wirklich skeptisch bin heute, was diesen Markt angeht. Weil genauso gut kann es jetzt natürlich sein, dass halt einige auf den Plan kommen und sagen, alles klar, hier unten gefällt mir besser, günstiger, als gestern irgendwie oben zu kaufen, weil da kam ja wirklich überhaupt nichts mehr nach. Ja? Und da kann man natürlich jetzt nur mutmaßen erstmal, wie das Ganze jetzt halt von den großen Marktteilnehmern aufgenommen wird. Der Dow hat ja Ähnliches gemacht, den sehen wir jetzt hier nur nicht. Der hat ja halt auch entsprechend ja eigentlich nur nach unten reagiert. Mehr ist da ja halt gar nicht passiert insgesamt. Und von daher auch ganz, ganz schwer, finde ich, zu deuten. Und wenn man sich da jetzt mal auf die jetzt einfach mal auf die Intraday-Betrachtung jetzt hier beschränkt, also 11.420. Wie gesagt, das wäre ja halt hier, sieht man es ja noch, beziehungsweise da ist es nochmal ganz genau angelaufen worden, 11.421 und dann nochmal nach unten. Und darüber haben wir jetzt das Value Area Low, also das heißt 70% des Handelsvolumens von gestern ist halt hier die Unterseite. Das wäre natürlich jetzt schon prompt auch entsprechend ein Punkt, der relativ schnell angelaufen werden könnte und den man tatsächlich dann auch shorten könnte. Ja, also auch natürlich wie immer keine Empfehlung, ganz klar. Wäre aber jetzt so ein Punkt, ja, weil das halt einfach aus zwei Betrachtungswinkeln halt zum gleichen Ergebnis eigentlich führt, weil wir starten hier aus Volumensicht, starten wir hier in einem Short-Trend oder einem möglichen Short-Trend gegenüber gestern und markttechnisch liegen wir halt auch entsprechend wieder unter diesem Level. Deswegen würde ich den jetzt tatsächlich hier zur Eröffnung auch gleich platzieren an der Stelle. Und weil wenn die kommt, schon gut denkbar, dass wir ab dort dann auch relativ schnell nochmal ein paar Punkte rückwärts laufen. So, ich mache mal hier noch ein paar Geschichten an. Also mal gucken, haben wir hier noch vielleicht irgendwelche Pivotpunkte? Ja, auf dem starten wir jetzt halt hier. Das ist der Pivot, der Daily Pivot, der Support 1 von gestern. Und hat aber jetzt hier für mich jetzt erstmal keine Bedeutung, ist natürlich aber trotzdem auch ein Punkt, der ganz gern mal gehandelt wird. Und wird jetzt natürlich auch gucken, sobald die Stunde jetzt um ist, wo sind die Stundenpivots? Und da liegt höchstwahrscheinlich dann auch irgendwas in dem Bereich und versucht es dann halt zu kombinieren. Ich mache das aber hier heute alles ganz klein, weil, wie gesagt, der Markt ist mir nicht wirklich geheuer. Und auch nichts, was ich ohne weiteres so blind traden würde. Und deswegen da halt ein bisschen mit Vorsicht, aber so der ein oder andere Punkt oder beziehungsweise die ein oder andere Bewegung in die angedachte Richtung
Bin ich mal guter Dinge, sollte aber halt schon dabei rauskommen. So, jetzt, bevor ich jetzt hier, und wie viel haben wir noch? Wir haben noch 3 Minuten. Ich kann ja mal kurz noch hier auf die größere Zeiteinheit auch noch eingehen. Hier im Wochenchart, den ich ja auch immer ganz gerne zu Rate ziehe, sieht man halt auch, ja, dass wir halt hier einfach noch immer noch innerhalb der letzten Abwärtswoche stecken, unverändert. Ja, das heißt eigentlich aus der Sicht auch nochmal markttechnisch, aus der Sicht von, beziehungsweise aus den Regeln sozusagen von den Außenstäben. Ich nenne es halt immer meinen Kontext, der sich hier bildet. Wir haben hier halt einen Außenstab, der ist jetzt schon ein paar Wochen alt und alles da drin ist eigentlich völlig ohne Bedeutung. Ja, also wenn man das jetzt halt hier auch mal zusätzlich hinzunimmt zur Betrachtung. Jetzt haben wir hier noch so ein EMA. Ich zeichne die immer ein, kann aber zugegebenermaßen nicht wirklich viel damit anfangen. Ist halt nur gerne angelaufen, das ist hier der EMA 200. Und sieht man halt auch, ja, das ist halt die Woche mal drunter, mal drüber und ganz gerne da halt entsprechend Dochte und Lunden ausbildet. Und ich habe ihn nur mal drin, aber wie gesagt, jetzt nicht wirklich, also speziell im DAX eigentlich von großartiger Bedeutung. Hier ist auch nochmal die Tagessicht. Das ist natürlich jetzt halt hier der Future-Markt, die kleine Kerze von gestern. Und da haben wir halt auch so ein bisschen das Problem. Kassa war halt short gestern, also die Tageskerze, und der Future gerade so long. Und da können wir gleich auch mal gucken, wo hier die Eröffnung war. Das wäre natürlich dann auch nochmal ein Punkt, der recht markant wäre und natürlich auch gerne angelaufen wird. Das kann man hier gleich mal einblenden. Wo sind wir hier? Die Future-Eröffnung. So, wo haben wir die denn? Sind wir da hier? Das müsste eigentlich beides gleich sein, so wie ich das sehe. Future-Eröffnung und entsprechend der Kassa-Schluss. So, ich blende mir hier aber mal die Fragen ein, die habe ich nämlich noch gar nicht auf. Nelson, ich sehe übrigens keine Fragen. Okay, das ist natürlich schlecht. Hier ist einmal die Frage, gibt es X-Frame auch für den MetaTrader 5? Ja, klar. Also sollte funktionieren. Das ist auf jeden Fall für beide auf jeden Fall drin. Und kann man auch für beide installieren. Es sei denn, es wurde vergessen, aber gibt es definitiv, ja. So, X-Frame für die es nicht kennen, das ist halt hier dieses Add-on da unten, das ist halt in der Lage, entsprechend halt ein paar Kerzen, also so übereinander zu lagern, dass man eben den zweiten Timeframe dann im Hintergrund auch noch sieht. Das steht bei mir jetzt hier auf 3. Und das heißt, ich habe halt hier einmal den 5-Minuten-Chart vorne und im Hintergrund dann entsprechend den 15-Minuten-Chart. So, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden. Bin mal gespannt, wie die erste Reaktion hier ausfällt. Also hier jetzt um Punkt 9 was aufmachen, glaube ich, bringt nichts. Dafür waren wir jetzt hier einfach der Docht und so weiter ein bisschen lang. So, hier haben wir jetzt den R1. So, dann schnappt man es den doch gleich mal. Und wie gesagt, habe ich ja gesagt, hier haben wir halt die Value Area von gestern. Mal gucken, ob wir da jetzt ein bisschen Reaktion bekommen. An der Stelle wäre auch über der 420 infolgedessen schon sinnvoll. Jetzt könnte man natürlich halt auch, was ich halt auch immer gerne sage, weiß halt nur nicht, ob das in der Öffnung hier im Live-Trading so sinnvoll ist. Man könnte es natürlich auch skalieren bis hier hoch. Das heißt, ich könnte jetzt einfach an der Stelle den Stop hochziehen und hier oben noch eine zweite Position reingeben. So, ich lasse das aber jetzt mal. Und guck mal, ob wir jetzt erst hier eine Reaktion kriegen, weil kann natürlich sein, dass ein bisschen Übermotivation dann halt auch da ist. Ich habe jetzt hier erstmal 10 Punkte und kann natürlich auch sein, dass wir direkt hier oben reinlaufen und dass der jetzt halt erstmal dann im Verlust rausgeht. Und dann würde ich mal gucken, was hier oben passiert beim R2 und den dann dort im Zweifelsfalle dann halt einfach nochmal machen. Aber mal gucken. Erstmal sieht es ja halt hier nach Reaktion aus. Ja, so ein bisschen drüber hätte man natürlich auch ein bisschen geschickter legen können. Gucken, was die Minute dazu sagt.
So, hier auf Minute jetzt mit dem X-Frame genau das gleiche. Ich habe jetzt hier, wo sind wir, 5 Kerzen. Das heißt, ich habe halt hier den Minutenchart im Vordergrund und den 5-Minuten-Chart im Hintergrund. So, ist jetzt hier so ein bisschen überschaubar, gerade von der Reaktion. Beziehungsweise, na doch, ich dachte schon irgendwie, ich hätte hier Verbindungsabriss, aber da ist einfach nicht mehr. So, was man aber auf jeden Fall machen könnte, das wäre hier oben, ja, wenn er halt hier drüber geht, sowas könnte man ja zum Beispiel mal machen. Halt erstmal die Hälfte raus und dann halt mal gucken, ob man den halt hier oben nochmal reingibt. Und so ist man halt nicht direkt dann ausgestoppt, gerade wenn halt, was ich jetzt hier jetzt nicht unbedingt sehe, wenn der Markt halt ein bisschen illiquide ist und dann geht es halt irgendwie auch schon gerne mal irgendwie 2, 3 Punkte drüber und das heißt dann aber nichts. Und dann kann man sich auch hier genauso gut ausskalieren aus so einer Geschichte. So, wir sehen aber halt hier auf jeden Fall, ja, das ist relevant, wird gehandelt und aber trotzdem würde ich das hier jetzt nicht übertreiben, weil die Regel ist halt die, wenn er erstmal in der Value Area drin ist und da wird auch gerne das obere Ende angelaufen und das wäre hier oben bei 11.530. Und das wäre natürlich ein bisschen weit, um sich da jetzt halt irgendwie mit einer einzelnen Position oder halt mit einer Skalierung da entsprechend halt auch dran festzuhalten. Also jetzt mal gucken, wenn das nicht hält. Und dann stehen wir gleich wahrscheinlich wieder hier an der Kassaeröffnung oder halt eben hier unten am Point of Control Intraday, weil das natürlich dann halt entsprechend die nächste plausible Anlaufstelle wäre, ja, wenn das jetzt hier nicht zurückgekauft werden kann. So, und das heißt, das wäre dann auch schon mal zumindest mal jetzt für die erste Stunde dann auch ein brauchbares Indiz. Wie gesagt, wenn er das jetzt macht, hier unten ein brauchbares Indiz, dass wir da tatsächlich uns abwärts fortsetzen. Aber wie gesagt, ich bin da sehr skeptisch und vorsichtig heute, was den Markt angeht, weil das ist mir alles überhaupt nicht geheuer, das ganze Bild. Weil wenn es zu einfach aussieht, sieht es meistens nicht nur so aus, sondern ist es dann halt auch leider so. Dann ist es zu einfach, um ohne weiteres aufzugehen. So, jetzt würde ich, wie gesagt, hier Folgendes machen. Ich skaliere hier einen aus. Und wenn er jetzt hier drüber gehen sollte und wird den entsprechend hier oben, ja besser hier über dem R2, da nochmal reingeben. So, aber wie gesagt, nochmal, man sieht ja ganz klar, das ist definitiv ein Level, was gerade gehandelt wird und was auch was zu bedeuten hat. Und entsprechend natürlich jetzt relevant für das, was halt jetzt gleich im Anschluss halt eben kommt. Da müssen wir halt gleich mal gucken, ob wir uns da halt auch noch mit anderen Parametern beziehungsweise anderen Betrachtungen wie Fibos und so weiter da halt weiter durchbewegen können. Hier unten wäre halt der Pivot Main bei 410, deckt sich jetzt hier gerade mit der Kassa-Eröffnung. Und das wäre natürlich klar, also entsprechend schon dann auch ein plausibler Rücklaufpunkt, weil generell ist es halt so, das kann man ganz gut beobachten, dass halt Pivots halt einfach gehandelt werden, ja. Wobei ich jetzt nicht irgendwie ein Fan bin zu sagen, so, ja, der läuft da ein Pivot, da gehe ich mal short, oder läuft hier ein Pivot, da gehe ich halt mal long, sondern man sollte das schon immer in irgendeinem Bezug zu dem stellen, was der Markt halt sonst noch zeigt. Also sei es jetzt halt hier jetzt irgendwie auf das Value Profile bezogen oder halt eben auf eine Trendmechanik, weil alleine solche Punkte haben in der Regel halt nichts zu sagen. Aber eben, wenn man das halt eben kombinieren kann, und dann ist das doch recht oft sinnvoll. So, jetzt haben wir hier eine Wahnsinnsvolatilität. Hoffen wir, dass das noch ein bisschen mehr wird an der Stelle. So, jetzt hat sich auch hier der VWAP bewegt. Das ist der volumengewichtete Durchschnitt. Das heißt also, hier ist also sozusagen aus Volumensicht
aus Intraday-Sitz, ja, ist jetzt halt hier sozusagen die Mitte. Ich glaube, so kann man es halt in ganz gut beschreiben. So, jetzt bräuchten wir hier trotzdem mal ein bisschen mehr Gegenbewegung, damit das halt hier auch Sinn macht, dran festzuhalten. Das heißt, wie gesagt, hier unten an die Eröffnung, das wäre so der erste sinnige Punkt, aber viel sinniger eigentlich hier unten entsprechend der Intraday Point of Control, also da, wo jetzt zumindest mal seit 8 Uhr der meiste Umsatz stattgefunden hat, weil, wie ich halt immer sage, wenn natürlich halt die Händler irgendwelche größere Vorhaben haben, dann brauchen sie natürlich andere Händler, die das auch haben, weil sonst kriegen die natürlich das Volumen, was entsprechend im Markt kommt, nicht umgesetzt. Und deswegen ist natürlich der Intraday Point of Control halt natürlich schon eine wichtige Anlaufstelle, weil wenn sich einer positioniert, dann wahrscheinlich eher hier, ja, und nicht irgendwo mittendrin. Also vor allen Dingen dann, wenn wir halt sonst irgendwie kein brauchbares Ziel irgendwo in der Nähe haben, was hat eben jetzt aus Volumensicht halt in irgendeiner Form eine Aussagekraft hat. So, jetzt kleben wir hier genau über der 420, so wie ich das sehe. Ja, muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil er versucht jetzt natürlich das, was gestern angefangen wurde, nämlich das Übertreten der 420 halt entsprechend auch nochmal fortzusetzen. Also wie gesagt, das war halt der Trendbruch beziehungsweise der potenzielle Bruch, wie ich ihn ja hier gerade im H1 gezeigt habe. Ich kann es aber gleich auch nochmal, falls es jemand nicht verstanden hat oder gerne nochmal hören möchte. Und deswegen muss man halt hier ein bisschen aufpassen, ja, weil rein aus markttechnischer Sicht ist das natürlich jetzt hier schon ein Level, was entsprechend auch deutlich nach oben reagieren könnte, ja, weil es halt einfach die Fortsetzung von dem potenziellen Bruch halt ist. So, und deswegen auch hier die Kombination jetzt nicht so ganz ohne, nicht so ganz einfach. Aber ich habe jetzt hier erstmal ja angefangen rein, was heißt rein aus volumentechnischer Sicht ja nicht, sondern habe ja gesagt, hier die 431 ist deswegen relevant, weil es halt entsprechend das Value Area Low von gestern ist und das liegt eben knapp über dem Punkt. Ja, also hier, wenn die Interessen halt irgendwo aufeinandertreffen, dann halt hier. Ja, weil halt einmal halt hier die sind, die die den Bruch von gestern oder den potenziellen Bruch halt fortsetzen wollen und den Markt wieder nach oben drehen wollen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch hier die Verkäufer, die entsprechend halt das Ganze hier in die alte Richtung fortsetzen wollen. Und das halt dann verständlicherweise, so hoffe ich doch, dann natürlich halt auch relevant, ja, also ein relevanter Punkt und jetzt nicht irgendwie direkt die 420 oder ein Pivot oder sonst irgendwas, halte ich halt zumindest nicht für ausschlaggebend. So, Wola, wo bist du? Du wirst hier gebraucht. Wir haben 10 nach 9 und so ein bisschen was mehr bräuchten wir hier schon, weil diese drei Punkte auf und nieder bringen uns hier nicht wirklich weiter. So, was aber auch halt plausibel ist, das ist halt eben tatsächlich, dass halt, wenn man so eine Ausbruchskerze hat, ja, also auch wenn die jetzt hier nicht lang ist im 5-Minuten-Chart, was aber halt eben auch oft, was man oft beobachten kann, ist, dass da halt eben der Anfang nochmal angelaufen wird. Also das heißt, ich komme, egal mit welcher Betrachtung, komme ich eigentlich immer wieder hier auf die Kassa-Eröffnung, weshalb die halt eigentlich jetzt ein Punkt ist, den ich so gerne nochmal sehen würde. Jetzt muss man aber halt hier gucken, jetzt auch nochmal vom Volumenprofil. Wir haben halt hier, sieht man ja die gestrichelte Linie, das ist jetzt 70% des Volumens von heute oberhalb. Und hier entsprechend unterhalb. Ja, das heißt, da, wenn wir da jetzt nochmal zurückfallen, dann kann es auch gut sein, dass wir direkt bis hier runtergehen. So, jetzt sind wir aber erstmal hier an der Stelle, da wo ich hin wollte. Ich soll jetzt hier nicht übertreiben. Beziehungsweise mal gucken, ob wir die jetzt auch halten können. Jetzt testet er hier nochmal entsprechend den Punkt halt von unten. Ja, also das VAH von unten. Und den Stop ziehe ich aber auf jeden Fall mal enger, weil verschenken muss man die jetzt auch nicht mehr. Aber wie gesagt, so ganz reicht mir das hier nicht,
Das wäre schon wesentlich netter. Einmal hier unten auf die 400. Aber nur weil ich das jetzt will, heißt das natürlich nicht, dass es so kommt. Vielleicht wird das hier nur ein ganz kleiner Gewinntrade. Aber auch ein kleiner Gewinntrade ist besser als ein kleiner Verlusttrade. So, hier haben wir auch die Future-Öffnung, sieht man hier auch. Ist natürlich auch ein gern gehandelter Punkt. Aber eben alles alleine nicht relevant für mich. So, Stop ziehen wir mal nach. Und dann gucke ich mal, ob wir das da unten bekommen. So, sind es hier gerade 14 Punkte im Plus. Das ist natürlich ein bisschen traurig hier für eine Eröffnung. Aber okay. So, Stundenkerze. Übrigens auch ein Scalping-Ansatz würde sich auch damit decken. Ja, ganz, ganz simpler Ansatz. Wir haben halt hier momentan ist die Kerze, die Stundenkerze, die Eröffnungskerze ist erstmal long. Und ganz typisch ist, und so profan und doof das klingt, aber die Farbe zu drehen, gelingt meistens nicht im ersten Ansatz. Das heißt, ganz typisch wäre auch hier einmal kurz runter und dann halt wieder zurück auf Anfang. Und das ist eigentlich mit fast allen Kerzen so. Egal, ob jetzt irgendwie 5 Minuten, Stunde, 15 Minuten, das dreht nicht ohne weiteres. Und deswegen ist auch zum Beispiel so ein Stop Short, ja, wenn man den jetzt hier platzieren würde, eigentlich keine gute Idee, weil der geht bestenfalls dann irgendwie kurz runter und kommt dann doch wieder hoch. Vielleicht kann man das ja gleich beobachten, wenn wir hier noch ein Stück runterkommen an der Stelle. Also ich könnte natürlich den Stop jetzt eigentlich auch hier oben liegen lassen, ja. Aber wie gesagt, alles ein bisschen merkwürdig hier heute. Von daher. Also ging es jetzt nur darum, Scalping halt ein paar Punkte zu machen, dann müsste man hier eigentlich schon wieder auf den Knopf drücken. So, jetzt sind wieder die 420 von unten, sehen wir jetzt hier nochmal. Und hier auch nochmal das VAH. So, aber kam halt nicht weit. Wie gesagt, man hätte ihn auch hier unten rausnehmen können, beziehungsweise am ersten Punkt, wo ich ja hin wollte, dachte, es geht noch ein bisschen weiter, aber nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ja bis jetzt erstmal von der Betrachtung aufgegangen. So, ein paar Pünktchen gemacht. Ja, ist doch erstmal soweit in Ordnung. Wie gesagt, ich habe mir schon gewünscht, dass wir hier einmal drunter kommen. Machen wir wahrscheinlich auch gleich noch, weil was nämlich eben genauso selten, was man genauso selten sieht, ist eine Kerze, die entsprechend ohne Lunte halt irgendwie startet und dann weiterläuft, auch sehr, sehr selten. So, was man jetzt hier versuchen könnte, wir haben ja hier kein neues Hoch an der Stelle, wobei wir haben jetzt die erste 15-Minuten-Kerze und kann natürlich sein, dass die jetzt nochmal entsprechend auch einen Impuls dann nach oben jetzt erstmal generiert, wenn die fertig ist, weil sie haben noch 15 Sekunden. Wäre jetzt auch nicht untypisch, ja, dass die erstmal die Richtung, die sie gelaufen ist, erstmal ein kleines Stück weiter fortsetzt. So, und zwar genau jetzt. So, und das heißt aber nichts. Und dann würde ich den direkt hier nochmal machen. Jetzt aber nur erstmal mit der halben Size. Okay, das war dann nicht so eine gute Idee. Aber wie gesagt, war jetzt auch nur die halbe Size. Die halbe Positionsgröße. So, also hier wird zurückgekauft, die Value Area von gestern. So, jetzt ist natürlich, wie ich ja vorhin gesagt habe, was halt jetzt nicht ohne ist, sollte man nicht unterschätzen, weil es tritt sehr, sehr oft ein, dass wenn die erstmal zurückgekauft ist, ja, wobei man da jetzt halt nicht eine Minute da halt als Grundlage nehmen sollte, sondern es muss schon ein bisschen länger sich da drin aufhalten und etablieren. Und dann ist es eben ganz oft so, dass man halt von unten bis nach oben einmal komplett durchläuft, also von der 431 hoch bis zur 530. Ja, ist also nicht auszuschließen. Deswegen jetzt hier dazwischen Short gehen, ist nicht so ganz einfach. Wir haben hier den Point of Control von gestern, auch den Kassaschluss von gestern. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Punkt, den man ohne weiteres handeln kann. Also das heißt, dagegen handeln kann.
Weil ein Point of Control alleine sagt halt überhaupt nichts aus, sagt er einfach nur aus, dort war gestern am meisten Umsatz, mehr aber letzten Endes auch nichts, hat aber jetzt nicht irgendwie Relevanz, so von wegen, ja, geht da short oder long, ganz im Gegenteil, gerade weil es sich halt hier auch deckt mit dem Kassaschluss von gestern. Das sieht man ganz oft, ja, dass er halt einfach komplett überrannt wird. Also dann irgendwie mal um 15, 20 Punkte, bevor es da überhaupt wieder eine Reaktion gibt. Weil hier ist halt einfach letzten Endes nur der Anschluss zu gestern 17:30 Uhr. Da hat Kassa gestern dicht gemacht. Wobei wir natürlich gestern short waren im Kassa. Von daher nicht einfach handelbar, sondern weil halt, warum nicht einfach? Weil wir halt im Kassa Markt, ja, wie gesagt, da waren wir halt einfach abwärts gerichtet gestern, nichtsdestotrotz, aber eben über der 420, markttechnisch nach wie vor long. Und das Problem ist halt aber auf der anderen Seite, ein Gap Close nach oben ist nicht unbedingt noch ein Short-Signal, ja. Und von daher ist es halt komplett widersprüchlich. Man kann es versuchen, wenn man es mit ein paar Positionen macht, kann man das natürlich schon versuchen. Also das heißt nicht nur in einer und dann irgendwie Stop-Loss 10 Punkte. Das ist halt meistens schwierig, aber halt, wenn man den jetzt als Beispiel skaliert und sagt dann, okay, da eine hin, da eine hin, da eine hin, so und skaliert die dann halt hoch, dann schon eher, dann kann es genauso gut sein, dass wir halt hier erstmal drüber laufen, dann noch hier an den Future Close. Vielleicht gibt es dann nochmal irgendwie ein paar Stops, die abgeholt werden. Dann haben wir hier den Pivot und irgendwann wird natürlich da auch einer sagen, so, okay, bis hierhin und nicht weiter, und dann hat man zumindest eine Chance, den Trade dann aber halt noch vernünftig irgendwie im Plus zu beenden. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt ein Punkt, der ohne weiteres handelbar ist. Wesentlich einfacher, in Anführungszeichen einfach, aber wahrscheinlicher ist dann entsprechend, dass das Volume Area High ist jetzt erstmal weit weg bei 530, aber trotzdem, das wäre dann auf jeden Fall halt ein Punkt, der plausibler wäre. Vor allen Dingen, wenn er jetzt hier wirklich tatsächlich komplett durchlaufen sollte, was ich natürlich nicht weiß. Und die werden wir auch sicherlich jetzt vor 10 Uhr nicht sehen. Also würde mich doch sehr wundern, wenn dem so wäre. Und das heißt, das wäre dann eher eine Geschichte dann für heute Nachmittag, falls wir da überhaupt hinkommen. So, jetzt sieht man auch hier, die eine Minute reicht natürlich nicht, um da jetzt halt einfach bedingungslos weiter long zu gehen. Und wir haben also hier auch nochmal einen Test von dem Ausbruch hier, von der 1-Minuten-Kerze. Und was man jetzt versuchen kann, ja, also wenn das jetzt hier auch nochmal hält, ja, also das Intraday Value Area High, dann könnte man natürlich jetzt schon versuchen, aber auch ganz überschaubar, dann versuchen das auch long zu begleiten hier als Stop. Ja, Limit würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil das halt eben genauso gut jetzt hier wieder zurückfallen kann und dann war es das. Nur wenn wir hier so ein bisschen, wenn wir hier halt sehen, dass da Käufer sind, das werden wir gleich sehen, ob da welche sind oder nicht. Noch ist es nicht angelaufen, ich warte das auf jeden Fall mal nur ab. Und dann mal gucken, wie das hier reagiert. Wird das gekauft? Oder fallen wir zurück, und gekauft würde für mich heißen, wenn es halt auch, ja, ein bisschen mehr noch als jetzt, noch mit ein bisschen mehr Tempo, dann auch nach oben geht. Weil dann ist es halt deutlicher. Dann weiß man halt auch, okay, da war ein bisschen mehr Volumen an der Stelle. Und da saß halt einfach ein Käufer, der versucht, hier seine Richtung halt durchzusetzen. Aber bis jetzt ist es halt alles very überschaubar, was da passiert. Also von der Wohler natürlich leider so ein bisschen traurig. Aber ich kann es nicht ändern. So, die 5-Minuten-Kerze, die wir hier im Hintergrund sehen, ist auch erstmal nur Doji. Heißt also erstmal nichts. Wir sind aber halt hier, wir haben hier nichtsdestotrotz einen Außenstab, Long. So, und schieben eigentlich seither nur in dem rum. Und deswegen wäre es jetzt halt hier auch wichtig, dass wir da halt mal so ein bisschen mehr Bewegung hier sehen und wir jetzt hier entsprechend uns in die Value Area nochmal reinkaufen, wenn wir das wirklich halt long
verfolgen wollen. So, jetzt können wir natürlich sagen, ja, der Short von eben hätte ich auch drin lassen können. Ja, ne, aber wie gesagt, das war jetzt halt eh von der Position überschaubar. So, einen haben wir jetzt hier nochmal drin. Ich mache es jetzt mal ein bisschen anders. So, zieht jetzt doch mal ein bisschen weiter. Gibt ihm hier mal Luft bis an die Stelle hier noch. Ja, falls er halt irgendwie nochmal zum VWAP will. Ansonsten würde ich den auch natürlich hier oben raus genauso skalieren. So, weil jetzt haben wir halt den Effekt, wie gesagt, das Volumen gefällt mir gar nicht. Ja, also ohne, dass ich jetzt hier Volumen großartig einblenden muss, ich sehe es ja. Also einfach an den Bewegungen, es ist halt nichts los im Markt. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, weil wenn dann einer kommt, ein Marktteilnehmer mit einer größeren Position, und dann knallt die ganze Geschichte halt relativ schnell in eine Richtung. Und da muss man immer so ein bisschen auf der Hut sein. Also hier auch, wenn ich jetzt nur zum Beispiel das Tickvolumen mir anzeige, ja, das hat natürlich jetzt keine Aussagekraft über das tatsächliche Volumen, zeigt aber trotzdem die Punkte, die gehandelt sind. Und da sehe ich halt auch hier unten ist interessant, da ist interessant und dazwischen ist halt nichts. Ja. Aber wie gesagt, sagt es nichts darüber aus, über das, was an Kontrakten jetzt wirklich halt gerade durchgeht. Das sehe ich dann aber halt einfach aus der Erfahrung heraus an den Bewegungen, ja, weil halt einfach extrem wenig Bewegung da ist. Also Volatilität hat damit nicht unbedingt was zu tun, weil wenn halt viele Marktteilnehmer aufeinandertreffen, und dann habe ich auch nicht unbedingt eine große Volatilität, wenn die sich halt alle an einer Stelle versammeln, sondern das heißt, aber es zuckt dann halt einfach relativ viel hin und her. Aber hier, wir haben hier fast gar keine Bewegung im Markt überhaupt. Und also auch nicht auf der Stelle, sondern es geht mal einen Tick hoch, mal einen Tick runter. Und viel mehr passiert hier eigentlich gar nicht. Und daran sieht man halt auch durchaus, ob nun ein Volumen da ist oder nicht. Und es ist tatsächlich keins da. Und ich kann jetzt hier nur hoffen, dass da gleich mal einer zuschlägt und den DAX mal ein Stück nach oben prügelt. Weil runter will ich jetzt ja erstmal nicht mehr. Das war vorhin. Sondern wir sind ja hier, wie gesagt, jetzt erstmal zurück in der Value Area. Erstmal, aber doch sehr, sehr verhalten alles. Wie gesagt, hier runter, Stop ist jetzt erstmal weit weg. Ja, ist jetzt aber auch hier dann auch nur ein Fünftel der normalen Positionsgröße. Von daher ist es erstmal nicht wichtig. Das heißt, vom Risiko mehr als überschaubar. Aber es bringt auch hier, glaube ich, nichts bei dem bisschen, was ich jetzt hier habe an Volatilität, da jetzt irgendwie zu versuchen, großartig mit einem Stop von 5 oder 10 Punkten da zu agieren, sondern dann lieber halt an der Stelle skalieren. Vorhin war das halt okay, also hier für den Short, ja, weil natürlich um 9 Uhr, wenn dann halt das Volumen ausreicht, um es einem Rutsch da hochzudrücken und dann reicht es eben auch aus, wahrscheinlich, um das wieder runterzudrücken, hat ja auch funktioniert. Da macht es dann Sinn mit einem engen Stop, aber hier womöglich eher nicht. Ich muss mal hier mein Gebimmel hier ausschalten. In Verbindung mit dem Volumen ist hier eine Frage aufgetreten, ob Orderbuch bzw. Level 2 Future-Daten für dich relevant sind oder nicht. Ja, aber natürlich ist es relevant, klar. Also das heißt aber jetzt nicht, dass ich halt danach handle. Also ich gucke natürlich schon hin und wieder dann eben auch mal in Future, wenn ich halt nicht verstehe, was da halt vor sich geht. Aber ich im Allgemeinen mache jetzt irgendwie kein Orderbuch auf und handle danach, sondern gleiche das halt dann selten, sehr selten, dann halt mal ab, wenn ich halt irgendwie einen markanten Punkt irgendwie auf dem Schirm habe, der sonst halt zum Beispiel noch nirgends aufgetaucht ist. Dann gucke ich da halt schon auch mal rein, ob da halt jetzt was Größeres liegt oder nicht. Aber im Allgemeinen, also mache ich es halt wirklich gar nicht, sondern mache es nur an der Bewegung von den Kerzen. Und weil ich halt auch versuche, irgendwie nicht mit zu vielen Informationen mich zu überladen, weil ich meine, ich versuche ja auch hier kein Scalping zu machen, sondern halt einen Ausbruch.
Und ich versuche auch entsprechend immer eher einzuschätzen, so wo tauchen die Orders auf, beziehungsweise das Orderbuch selber zeigt mir auch nur die Limit Orders, zeigt mir aber nicht zum Beispiel eine Iceberg Order. Iceberg Order ist, für die, die das nicht kennen, ist halt eine Orderart entsprechend für große Positionen. Ja? Die werden halt nie, zum Beispiel wird ein großer Marktteilnehmer nie hingehen und wird an einer Stelle irgendwie 1000 Kontrakte kaufen. Ja, das ist sieht man so gut wie nie, sondern die gehen ja dann eher hin und stückeln das dann zum Beispiel in Paketen A20 oder 50. Und das sind aber dann letzten Endes alles Market Orders und keine Limits, ja. Und das heißt, die tauchen dann halt einfach stückweise auf und man sieht sie halt auch nicht. Und deswegen ist das Orderbuch da jetzt auch nicht unbedingt immer hilfreich, sondern also beim Scalping, klar, wenn man nur zwei, drei Ticks haben will, natürlich. Aber halt jetzt nicht unbedingt, wenn man halt auf eine größere Bewegung halt aus ist. Also ist mir zumindest auch niemand bekannt, der irgendwie so handelt. Wie gesagt, ich versuche halt eher auch immer abzuschätzen, wo entsprechend halt Bewegung reinkommt und fahre damit ja auch ganz gut, als jetzt irgendwo zu gucken. So, ja, ich vergleiche das auch immer so ein bisschen damit. Wenn man nach Orderbuch und nach Footprint handelt, also der Heiko macht das ja zum Beispiel halt, der zieht es aber dann halt auch zusätzlich in seine Betrachtung mit ein und guckt dann halt eben, okay, wo wird gekauft und wo kann ich mich halt weiter reinhängen. Aber der klassische Footprint oder halt ja, das Scalping halt entsprechend danach, das ist ja eher so, das soll auch gar nicht, ist auch gar nicht böse gemeint, was ich jetzt sage. Aber ich vergleiche es immer so ein bisschen mit, ist wie so der Hund, der unterm Tisch sitzt und guckt, wo die Krümel runterfallen und stürzt sich auf die Krümel. So, und was ich ja halt eher mache, ist, ich gucke mir die an, die am Tisch sitzen und überlege, wann könnten die die Krümel runterfallen lassen. Ja, also, ich finde den Vergleich halt gar nicht so doof. Ja, also ich versuche es ja einfach nur einzuschätzen. So, was ist halt einfach für die interessant, die jetzt da halt in Anführungszeichen am Tisch sitzen und was machen die halt als nächstes? Und weiß ja nicht, möglicherweise spielt dann natürlich halt auch Erfahrung halt auch immer mit, ganz, ganz sicherlich, ja. Aber trotzdem mit ein bisschen Übung kann man das ja auch schon einschätzen. Genauso wie halt einfach vorhin hier der Punkt, ja. Da brauche ich kein, also hier das Value Area Low, da brauche ich ja kein Footprint, sondern oder auch kein Orderbuch, sondern ich weiß ja halt, ja, Markttechnik plus die Kombination eben aus der Value Area ergibt dann halt einfach so einen Punkt und den kann ich ja handeln und so schnell wie ja auch das Volumen dann durchgeht, zum Beispiel in jetzt irgendwie einem Orderbuch beziehungsweise dann letzten Endes ja in der Time and Sales Liste, also dort, wo halt entsprechend immer angezeigt wird, wie viele Kontrakte wurden gerade auf dem und dem Level gehandelt. Das ist ja auch eine Informationsflut, die man ja auch fast nicht bewerkstelligt bekommt. Wie gesagt, für ein paar Ticks sicherlich, aber wenn man das versucht, dann entsprechend auf größere Strecke zu machen, ist es halt eben auch sehr stressig, da halt irgendwo die ganze Zahlenflut dann auch noch zu verarbeiten und daraus dann wirklich halt noch Schlüsse zu ziehen. Deswegen bin ich halt eher unverändert ein Freund davon, halt entsprechend lieber mit Kerzencharts zu arbeiten, zumal man ja auch Dinge beobachten kann, wie zum Beispiel, dass man halt immer am Ende von der Periode, also sei es jetzt zum Beispiel halt hier der Stundenchart oder so im DAX, dass man dort halt immer die größte Bewegung hat. Das gleiche gilt für den Dow Jones. Die 5-Minuten-Kerze wird immer in der letzten Sekunde fertig gemacht. Und das heißt, das zeigt ja auch, dass entsprechend halt eine gewisse Rhythmik hier auch da ist. Und auf die kann man sich dann halt visuell, so finde ich, genauso halt einstellen und damit arbeiten und muss dann nicht unbedingt dann halt irgendwie da auf den Footprint halt gucken. Ja. Also wenn es hier durchgeht, dann weiß ich halt auch, okay, da kommt Druck nach unten auf, aber wir werden mal sehen. Kann natürlich jetzt passieren, dass wir da erstmal rausfliegen. So, hier unten hätten wir nochmal das Intraday Value Area Low. Ja, also gleichzeitig dann auch markttechnisch entsprechend nochmal hier der Korrekturpunkt.
Und wenn ich Pech habe, dann kommt jetzt genau das, was ich vorhin meinte, dass er einmal die Kerze hier, die Stundenkerze umdreht und dann wieder nach oben. Aber so lange würde ich mir es hier unten nicht angucken, sondern würde dann eher versuchen, unterhalb wieder reinzukommen. So, was halt hier nicht gelungen ist, ist entsprechend halt hier das nochmal zurückzukaufen. Also bis jetzt halt nicht, kann natürlich noch kommen. Da müsste sich jetzt aber langsam auch mal ein bisschen beeilen, wenn das noch was werden soll. Beziehungsweise sollte hier kein neues Tief machen, sondern müsste dann wirklich halt von hier nochmal nach oben ziehen. Und wir klemmen nämlich jetzt hier auch genau auf der 420. Naja, mal gucken. So, also die 5 Minuten Kerze im Hintergrund. 3 Minuten hat die noch. Mal gucken, wie die jetzt fertig wird. Jetzt hätte ich natürlich hier schon, das ist immer das Problem, wenn man nebenbei halt moderiert. Ich hätte hier schon wieder rausgekonnt aus der Teilposition hier und hätte mir die natürlich jetzt schon weiter runter skalieren können, weil ich würde jetzt hier nicht, wenn der jetzt hier tatsächlich nochmal runterfällt, hier so gnadenlos verbilligen. Das würde ich an der Stelle eher nicht machen. So, mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Also, wenn du irgendwelche Fragen da hast, wie gesagt, ich sehe sie nicht, kannst du gerne irgendwie zwischendurch einwerfen, Nelson. Ja klar, ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Nö. Hier kamen Fragen auf, wie man den X-Frame bekommt, beziehungsweise in den Chart hinzufügt, Volume Profile und Market Profile, beziehungsweise Value Profile. Ja, also Value Profile ist ja Market Profile. Das ist ja nur irgendwann, wir haben das ja umgetauft, weil es halt, weil Market Profile halt ein geschützter Begriff ist und es auch immer so ein bisschen missverstanden wurde. Ja, weil die Amerikaner sagen halt Market Profile zum Volumenprofil und die Deutschen sagen Volumenprofil und nennen es dann Volume Profile. Also deswegen haben wir gesagt, wir machen das anders, wir nennen das Ding jetzt Value Profile. Weil es ja halt auch so den Wert des Marktes ja auch darstellt, beziehungsweise nicht den Wert des Marktes, sondern den Wert des Kurses zu billig oder zu teuer. Das kriegt man halt über den Installation Manager, das zeige ich gleich, wenn der Trade hier durch ist, genauso wie das X-Frame. Auch über den Installation Manager kann man dort einfach installieren. So, Eine jetzt mal Frage gucken. vielleicht noch, was jetzt nicht mit dem Indikator zu tun hat. Und zwar, macht es nicht Sinn, erst die Etablierung der Value Area abzuwarten, 30 Minuten zum Beispiel, und dann in den Korrekturen wieder rein? Ja, klar, das ist ja Ollis Ansatz, ne? Also er sagt jetzt, wobei der Ansatz ja eigentlich umgekehrt ist, oder beziehungsweise er sagt ja, wenn wir halt aus der Area raus sind, mindestens 30 Minuten und dann haben wir halt entsprechend große Chancen, dass es halt eben auch weiterläuft. Klar, sicher. So würde aber dann Sinn machen, wenn ich halt wirklich sage, okay, ich will ganz hoch, ja, in die Value Area einmal bis nach oben durch, aber ich versuche hier einfach nur jetzt innerhalb von dieser Stunde entsprechend halt hier eine Position zu kriegen, mit der ich vielleicht mal irgendwie 20, 30 Punkte laufe. Und von daher war das jetzt hier erstmal ein erstes Indiz. Ja, er konnte es halt hier nur leider jetzt erstmal nicht halten. Aber von daher war das jetzt schon okay. Weil wir haben auch leider keine Wohler, ne? Ich meine, jetzt hier irgendwie 30 Minuten zu warten, dann auch bis ich ja irgendwie halt den nächsten Trade mache. Ist auch nicht unbedingt im Sinne vom Live-Handel hier. Aber klar, schon richtig. Also die allgemeine Regel lautet, ja, also 30 Minuten, wenn die halt zeitlich funktionieren. Und dann ist es halt, also wenn 30 Minuten lang ein Level gehalten wird, und dann ist es halt schon ein besseres Indiz dafür, dass entsprechend halt auch das Ganze sich etabliert. So, jetzt haben wir hier nochmal, ja, mal gucken, wie lange es seitwärts jetzt hier weitergeht. Jetzt haben wir hier entsprechend auch nochmal das Intraday Value Area Low. Kann jetzt sein, dass es auch nochmal angelaufen wird. Das heißt, ich hier auch mal kurz die Kerze auf Rot dann dreht. Wie gesagt, ein bisschen würde ich mir das schon angucken hier. Aber das wäre jetzt halt schon denkbar, dass es halt hier nochmal kommt. Aber man weiß es nicht, vor allen Dingen hier bei dem 2 Punkte auf und nieder. Das ist schon ein bisschen anstrengend. So, aber nichtsdestotrotz, ja, also nochmal, ich bin wie hier gesagt jetzt mit zwei
von 5 Kontrakten da jetzt drin. Alles nicht schlimm. Und gutes Timing war natürlich jetzt hier so ein bisschen schade, dass wir jetzt hier in der ersten halben Stunde dann hoch und dann jetzt halt runter. Aber das habe ich ja schon ein bisschen befürchtet, dass der Markt heute so ein bisschen nervig werden könnte. Und dass hier alles nicht so einfach ist. So, weil mal rein. Ansonsten, falls es hier nicht funktioniert, an der Stelle wäre mein nächstes Level die 375. Deswegen würde ich auch hier erstmal sagen, erstmal raus, wenn das halt hier jetzt nicht tatsächlich nochmal gekauft wird. Und dann wäre halt die 375, die würde ich halt abwarten. Deckt sich auch hier ganz gut mit dem zweiten Support, also Stundenpivot-Basis. Und von dort könnten wir dann auch wieder zurücklaufen in die Value Area von heute. So, da jetzt mal gucken, ob da jetzt was kommt. Hält das jetzt? Also hier sieht man, ich hoffe, man kann das erkennen hier auf dem Schirm. Ja, also hier die gestrichelte Linie. Und jetzt haben wir hier halt auch die Reaktion am Stundenpivot. Ja, wenn man jetzt nur den betrachten würde, aber deckt sich hier ganz gut. Und war jetzt halt einfach die Übertreibung hier von den Punkten. Das meinte ich halt auch eben, ja, wo die Frage dann kam, beziehungsweise im Orderbuch und so weiter und so fort. Das sind halt Punkte, die werden halt angelaufen. Ja, also da weiß ich halt vorher, da werden halt Positionen in den Markt kommen. So, und wahrscheinlich auch als Reaktion in die andere Richtung, weil man das halt eben ständig so beobachten kann. Wie gesagt, hier bei der Wohler hier ist jetzt leider alles möglich. Das ist ja vorhin, was ich gesagt habe. Kann natürlich sein, wenn jetzt hier einer kommt und eine größere Position aufmacht. Und dann bewegt sich das Ganze sehr schnell auch in eine andere Richtung. Übrigens hat sich gerade hier bewahrheitet, was ich gesagt habe. Die Farbe umdrehen von der Kerze im ersten Anlauf gelingt eigentlich nie oder fast nie, sondern gibt es immer eine Gegenreaktion. Und auch von daher wäre es jetzt hier, also das klingt total banal, ja, aber oft sind es ja auch die banalen Sachen, die auch am verlässlichsten funktionieren. Ich habe wirklich, ich kann mich mal erinnern, irgendwie ist aber auch schon ewig her, auch mal einen Scalping-Tag gemacht und immer mit relativ großen Positionen und immer nur wirklich den Farbwechsel gehandelt. Also das war so einfach. Man kriegt natürlich immer nur irgendwie ein, zwei, drei Punkte, ja. Also es muss jetzt hier nicht irgendwie dann 20 Punkte nach oben gehen. Das behaupte ich ja nicht. Aber man kriegt eigentlich immer, wenn man sich dann irgendwas darunter sucht, ja, unter der Eröffnung zum Beispiel von einer Stundenkerze oder 15 Minuten, ist eigentlich ganz egal. Man kriegt immer zwei, drei Punkte eigentlich aus dem Markt rausgeschnippelt. Ja, okay, wird gefragt, ob du nicht den Gap Close erwartest. Boah. Nee. Also das ist, ich weiß, es setzen immer irgendwie ganz, ganz viele auf Gaps und so weiter. Ich kann damit leider einfach nichts anfangen. Also ich will gar nicht in Abrede stellen, dass der ein oder andere da eine funktionierende Strategie hat. Ich habe keine. Ja, also ich weiß ja, wo der Kassaschluss von gestern liegt, habe ich ja auch gerade gezeigt. Der deckt sich für mich halt einfach jetzt nur mit dem Point of Control. Aber jetzt darauf zu bauen, dass der kommt oder das ist halt irgendwie, also es ist nicht mein Ansatz. Ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Sondern wäre dann halt eher, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, wenn das passiert, dann ist das entsprechend nicht mehr ohne weiteres bärisch zu deuten. Ja. Das ist halt dann eher so, aber mehr kann ich damit leider wirklich nicht anfangen. Ich weiß, dass der David Warney, der hier halt auch von AlgoCamp, die haben eine automatisierte Strategie sogar auf die Gap Closings, aber ich kenne die leider halt nicht, die Strategie, von daher. Aber irgendwie zu funktionieren scheint es ja, wie gesagt, das heißt aber nicht, dass ich das halt handle. So, also hier kleines neues Tief unten an in der Value Area. So, und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt wieder da oben hinlaufen. Und falls nicht, dann fallen wir halt unten raus. Und dann heißt es entsprechend, den nächsten Punkt zu suchen. So, mach mal hier noch eine Long. Falls hier noch ein bisschen Bewegung
nach oben kommen sollte. Wie gesagt, wenn er jetzt aber hier runterkommt, dann lasse ich das erstmal. Ja, das ist. Dann ist das ein Markt, mit dem ich da aus dieser Sichtweise heute nichts anfangen kann. So, wie gesagt, dann wäre halt wirklich die 375, wäre dann halt der nächste relevante Punkt. Mal gucken, wenn wir hier. Ja, die Runde 400, das ist auch nichts, was ich handeln würde. Kleines bisschen Luft. Ja, weiß ich halt gar nicht, ob das sinnvoll ist. Also, er müsste jetzt hier schon langsam an die Puschen kommen und das wieder zurückkaufen. Aber was soll ich mit der Wohler hier anfangen? Das ist halt echt so ein bisschen tricky. Die Bedeutung der gelbe, blaue und die andere blaue Linie wird hier gefragt. Die hier? Ja, genau, die drei Intraday. Ach so. Nee, was hatte ich ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Also hier die Kurve, das ist der VWAP, also das ist der volumengewichtete Durchschnitt, also aus Volumensicht sozusagen die Mitte. So, jetzt werden wir hier wahrscheinlich erstmal in der falschen Richtung abgeholt. Oder auch nicht. Herrgott, was ein Ola. Das ist der volumengewichtete Durchschnitt, also. Einfach nur die Mitte sozusagen, der Durchschnitt des Volumens, ja, wo der halt gerade läuft. Das heißt, der aktualisiert sich auch jede Minute und es hat einfach auch nur, also der alleine ist einfach nur mal so der erste Anlaufpunkt, wenn es zum Beispiel in eine Value Area halt reingeht, ja, weil der liegt ja immer in der Value Area, also Intraday. So, und das heißt, also wenn wir jetzt von unten kommen würden und zum Beispiel hier drüber schießen über die über die Value Area, über das Low und dann ist das meistens einfach nur der erste Anlaufpunkt. Also was heißt meistens nur, das ist einfach von der Beobachtung, es ist der erste Anlaufpunkt, aber es ist nicht nur der erste Anlaufpunkt, sondern es ist einfach die Mitte. Und dann hier unten nochmal, also das Gestrichelte, hier steht es ja auch dran, IVAL, ja, Intraday Value Area Low und hier IVAH, Intraday Value Area High, das heißt in dem Bereich, das ist der faire Preisbereich. Und in diesem Preisbereich haben wir heute einfach 70% des Volumens gehabt. Ja? Also jetzt gemessen seit 8 Uhr. Seit 11 Uhr, Quatsch. Also seit 8 Uhr. Das heißt, hier spielt sich das Volumen bisher ab. So, und es ist halt einfach in Seitwärtsmärkten, ist es halt einfach eine brauchbare Indikation. Ja, weil man einfach weiß, okay, hier konzentriert sich der Handel. Dann, und wenn ich das halt kombiniere, dann zum Beispiel mit irgendwelchen FIBO-Levels und so weiter und so fort, dann habe ich halt einfach eine viel bessere Indikation, wie wenn ich da halt irgendwie nur rate, wo sich jetzt der Markt irgendwie bewegen könnte oder wo eine Range, wo oben und unten ist. Das kann ich halt damit halt sehr gut eingrenzen. Dann die gelbe Linie, das ist der Point of Control. Das heißt, hier war heute der meiste Umsatz. Ja, also nicht der meistgehandelte Punkt, sondern hier war der meiste Umsatz. Hier sind einfach im Future die meisten Kontrakte gedreht worden. Und das bedeuten halt diese Punkte. So, und die dicke Blau, also das ist Intraday. Ja, also heute. Und hier die dicke Blaue, beziehungsweise hier oben, entsprechend die dicke magentafarbene, das sind die Werte von gestern. Also hier, das ist, also das war gestern die gelbe, aber wo gestern die gelbe quasi geendet hat. Hier war das meiste Volumen, das meiste Handelsvolumen gestern. Und hier war 70% eine Unterseite von gestern, also die Value Area, der faire Preisbereich von gestern endet hier unten. Das heißt, wir sind jetzt im Moment unter gestern sozusagen aus Volumensicht. Und entsprechend oben gibt es nochmal auch das DVAH, das heißt also von gestern entsprechend 70% des Volumens Oberseite. Ja, also das ist dann halt sozusagen, wenn man das jetzt mal als seitwärts gestern betrachten möchte, dann ist das eben die Range. Ja. Und da habe ich ja gerade versucht, mich wieder reinzukaufen in diesen Bereich, in diese Range, weil eben ganz plausibel und oft gesehen ist, dass wenn die Range erstmal gekauft ist und dann wird sie halt eben auch in 80% der Fälle einmal komplett durchlaufen. Das heißt, wenn wir uns hier drüber etablieren
Und dann ist es halt entsprechend auch wahrscheinlich, dass wir nochmal bis zu 11.530 laufen. So, also das hat es, wie gesagt, mit den Linien auf sich, dass es halt hier entsprechend von dem Add-on, von dem Value Profile. Oh mein Gott, die Wohler hier, die ist wirklich anstrengend. Also entweder kickt er mich jetzt raus oder zieht jetzt mal nach oben. Es ist mir schon fast egal. Hauptsache, es bewegt sich endlich mal. Weil, also soll es nicht heißen, dass es mir egal ist, wenn der Trade hier im Verlust endet. Aber dann ergibt sich vielleicht ein besserer Punkt. Das ist ja ganz oft so, ja. Man hat Volumen und es knallt dann halt irgendwo hin. So, und dann hat man vielleicht einfach nochmal einen besseren Punkt, um irgendwie nochmal von vorne zu starten. Deswegen sage ich, das ist mir eigentlich fast egal, weil irgendwo gefangen kriege ich den schon noch. So, und jetzt wird man hier sehen, das ist jetzt die nächste Anlaufstelle. Ja, die 419. Da werden wir jetzt wohl zu 99% mal kurz hinspringen und dann haben wir mal gucken, ob wir da durchhandeln. So, schon passiert. Ja, das ist, was ich vorhin meinte, wenn wir halt hier von unten in die Value Area zurückkommen und dann ist das der erste Anlaufpunkt. So, das hat sich doch gerade wieder bewahrheitet, auch wenn wir hier gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, nein. Also auch wenn wir hier an der Stelle, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich denn vorhin erwähnt? Ja, du hast noch zweimal gesagt. Ja, ne? Jetzt ist er echt weg. Das ist ja unglaublich. Du Überhaupt vergessen. meintest anlaufen an Vivop und ja, dann hast du es nochmal gesagt. Ja, keine Ahnung, aber ich hatte einen anderen Gedanken davor im Kopf, der Von ist jetzt weg. Barry Adder Low zum Vivop und dann Ja, hast du genau. mich verhaspelt. Ja, keine Ahnung. Es ist auch gar nicht so einfach, ja. Also hier in einem Markt, der sich nicht bewegt, hier so viel zu erzählen, das ist erstaunlich, dass ich das überhaupt noch hinbekomme. Okay. Ja, aber ich sehe, es ist nicht langweilig, es sind noch fast alle da. Langweilig ist es nicht. Da ist auch meine Frage gekommen tatsächlich. Ich glaube, das wurde noch nicht gestellt. Und zwar, was ist eigentlich dein Lieblingssetup? Mein Lieblingssetup. Gute Frage. Mein Lieblingssetup, das ist eigentlich, das haben wir hier jetzt nur leider nicht. Also was man halt, also Engulfing, ja, also das heißt, Engulfing, also generell handle ich halt irgendwie ja immer solche Geschichten wie Paritätsumkehr. Das ist ja auch das, was in meinem Ausblick ja auch immer drin ist. Und was halt einfach immer ein sehr, sehr guter Indikator ist, ist, wenn man Engulfing hat, irgendwie zum Beispiel auf 15 Minuten, was dann entsprechend auch in die Richtung zeigt. Und das ist für meine Begriffe tatsächlich halt auch das, was am einfachsten oder am sichersten zu handeln ist. Aber wie gesagt, ich kann es jetzt hier nur leider irgendwie nicht zeigen, weil das hier ist ja alles Pillepalle, was hier passiert. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwo noch eins. Und weil sich das halt, finde ich, halt sehr, wirklich gut handeln lässt. So, da hat einer auf den Knopf gedrückt an der Stelle und versucht da oben durch. Mal gucken, ob er das jetzt hinkriegt. So. Außer hier in einem Abstand von einem Punkt habe ich hier die Skalierungsposition. Jetzt muss man nur aufpassen, solche kleinen Gaps werden auch gerne wieder zugemacht. Halleluja. Noch 10 Minuten, bis die Stundenkerze hier fertig ist. Aber vielleicht schaffen wir das ja. Also wenn das gelingt, mal gucken, ist jetzt natürlich hier, wie gesagt, überschaubar von der Position. Ich habe schon wieder, wie gesagt, soll ich mir mal abgewöhnen. Ist ja überschaubar von der Positionsgröße. Aber wenn das jetzt zum Beispiel gelingt, ja, dass er jetzt halt hier vor 10 Uhr oder um 10 Uhr entsprechend hier oben schließt, also in der Value Area von gestern, dann kann man das möglicherweise sogar laufen lassen und muss da gar nicht rausgehen. Das heißt, da kann man dann vielleicht wirklich drauf setzen, dass wir komplett bis zu 530 da nochmal hochlaufen. Hier wurden jetzt mehrmals gefragt, wie man diese Intraday-Werte bekommt. Ja, hier über das Add-on, ne? Also über das Value Profile Add-on, das muss man halt mieten, wobei es das in einem Test auch für 9 Euro, glaube ich, im ersten Monat halt gibt und danach wird es halt
teurer. Es gibt aber auch die Light-Variante, die zeigt nur die Werte vom Vortag an. Ja, also das heißt, also hier alles, was hier in dick dargestellt ist, also hier das Valley Area Low von gestern und Point of Control von gestern und entsprechend das Value Area High von gestern, ja, hier oben, wo ich ja sage, da können wir eigentlich hinlaufen. Also das zeigt die kostenlose Variante an, aber eben nicht die Intraday-Werte. Also das heißt, wenn man Intraday-Range handeln will, kommt man um die Hauptversion, also um die Vollversion, eigentlich nicht drumherum. Auch aus dem einfachen Grund, wobei ich da immer auch natürlich versuche, irgendwie den Olli so gut es geht wiederzugeben, weil es ist ja Olli, der Oliver Klemm ist ja der Pate sozusagen von dem Value Profile. Das ist ja auf seinem Mist gewachsen. Und vielleicht an der Stelle auch mal noch ein Wort dazu. Ich habe schon irgendwie ganz oft in irgendwelchen, ja, das meinte ich jetzt gerade, ne? Hier, das Gap wird auch gerne zugemacht. Jetzt wäre es natürlich nur wichtig, dass wir da auch wieder hochlaufen schnell. Und nicht etwa nach unten durch. Das wäre sehr schade. Was wollte ich sagen? Genau, also der Olli Klemm, der ist ja halt der Pate sozusagen, weil es wird ganz gerne behauptet, das habe ich schon in anderen Gruppen immer wieder oder in anderen Foren bei Facebook und so weiter gelesen. Ja, das wäre ja irgendwie ohnehin, das ist in jedem Future dabei, die Value Area und das ist wäre irgendwie reines Marketing und so weiter. Richtig ist, dass in der Future-Plattform genau wie hier ja, macht der Steer Trader ja auch, wenn man den auf den Future ansetzt, dass man dort eine Value Area hat. Das ist ja nichts anderes als die Glocke, die hier auch angezeigt wird. Ja, ich mach das mal hier mal weg. Ja, also die Glocke hier, die zeigt ja letzten Endes nichts anderes. Hier im CFD ist es natürlich jetzt auf Tickdaten. Und ja, das ist auch hier sehe ich zum Beispiel, blau ist halt der faire Preisbereich. Also wenn das jetzt hier der Future wäre. Und dann würde es halt entsprechend genauso. Das heißt, blau ist der faire Preisbereich. 70% deckt sich sogar hier jetzt aktuell mit dem echten Volumen. Und natürlich habe ich im Future habe ich so eine Value Area. Das Ding ist aber das, und das ist einfach Fakt und das kann man auch überprüfen. Ich weiß nicht, was der Olli da gezaubert hat, aber die Werte, die ich hier intraday habe, weichen von dem, was im Future dargestellt wird, ab. Ja, es ist eine andere Berechnung. Ich kann nur vermuten, dass wir hier eine zusätzliche zeitliche Berechnung drin haben. Das heißt, hier gelb an der Stelle ist für den Moment der Point of Control. Ja, und der halt aber zeitlich gewichtet wiederum ist. Das heißt, der verändert sich schon mal gegenüber dem eigentlichen Point of Control, wie man aus dem Future kennt. Der wandert halt schon mal anders durch die Gegend. Das kann man beobachten. Es liegt auch manchmal eins zu eins identisch übereinander, aber halt eben definitiv nicht zu jeder Zeit. Und vielleicht das auch noch am Rande dazu. Also, das heißt, wenn man sowas im Future hat, ja, kann man das sicherlich auch verwenden, aber es ist eben nicht identisch mit dem, was hier angezeigt wird. Und was ich auch noch sagen wollte. Da war ja halt die Frage, so von wegen, wo kriegt man das her? Also für Intraday brauche ich halt einfach, also wenn ich Intraday in eine Range handeln will, dann brauche ich natürlich diese Punkte hier. Und genauso halt entsprechend die Value Area hier von Intraday, weil halt zum Beispiel, wie man hier jetzt gerade sieht, die sind halt gerade, ja, also das Value Area High und das Low, die sind gerade und solange das so ist, kann man hier halt eigentlich auch von der Range ausgehen. Und sobald die sich halt in Richtung bewegen, dann sieht man halt viel deutlicher, dass da halt ein möglicher Trend gerade kommt. So, jetzt haben wir wieder den Effekt, zu viel geredet, zu wenig gehandelt. Ja, gerade vorher noch gesagt, ja, hier ein Gap wird auch gerne zugemacht. Und statt, dass ich da halt mal irgendwie da nicht nur drüber rede, hätte ich natürlich auch hier oben die Position schon wieder zur Hälfte auflösen können. Das ist natürlich jetzt totaler Quatsch, jetzt hier dran festzuhalten, weil wenn der jetzt hier runterkippt, ja, genau jetzt passiert auch, hat man gerade gesehen. Hurra, hurra. So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich tatsächlich hier eine Fortsetzung nach unten und ich muss den tatsächlich hier im Verlust aufgeben. Das war überhaupt nicht der Plan von den Skalierungen hier, sondern ich wollte es ja oben rausgeben. Aber wie gesagt,
Das ist halt, wenn man zu viel moderieren muss. So, das ist nämlich genau völlig unnötig, war der jetzt gerade, der Verlust-Trade hier. Aber ich wollte den ja skalieren und entsprechend auch dann auch einen Teil nochmal rausgeben. Das heißt, da oben war jetzt eigentlich der Plan, die Hälfte nochmal rauszugeben und dann hier unten eventuell halt nochmal rein. Ja, okay. Aber gut. Ist jetzt passiert. So, jetzt haben wir irgendwie 3 Minuten vor 10. Was soll das denn werden? So, jetzt haben wir natürlich, ne, wo ich gerade gesagt habe, solange die gerade laufen, haben wir halt eine Range. Jetzt biegt sich das gerade hier nach unten. Und das heißt, wir könnten jetzt durchaus einen Ausbruch nach unten hinbekommen. Wobei hier von Ausbruch zu reden, bei dieser wirklich mehr als überschaubaren Vola. So, ich bleibe aber noch ein bisschen dran, versuche das hier mal nochmal irgendwie gut zu machen. Nelson, musstest du nicht irgendwie eine Viertelstunde weg oder warst du schon weg? Ach, schon alles passiert, Dirk. Ach echt? Ja gut, okay. So. Also, ich warte jetzt mal die Stundenkerze erstmal ab. Erstmal gucken, was die jetzt hier wollen. Und dann versuchen wir da gleich mal nochmal reinzukommen. Vielleicht kriegen wir in der zweiten Stunde ein bisschen mehr Bewegung. Das ist ja wirklich unglaublich. Wenn du nachher mal die Zeit findest, ganz kurz zeigen, wird jetzt ja mehrmals gefragt, wie man Value Profile hinzufügt, woher Achso, man ja. das mal bekommt. Ich habe ja hier noch 1,5 Minuten. Also einfach hier oben über das Setup. Und dann halt hier über den Installation Manager. Und dort, wir hatten das gefragt, war das der Helwig? Nee, der ist schon weg, hat dir ganz viel Glück gewünscht. Ja, okay, danke. So, wahrscheinlich war er wieder short. Was ja auch richtig war. Er war schon längst fertig, hat er geschrieben. Ich Ah, schlafe jetzt. ja, genau, der Helwig. So, also einfach hier über den Installation Manager. Und dann kann man das ja hier auswählen. Das heißt, hier Market Value Profile Add-on und dann hier installieren. Und unten auch X-Frame, ne? Und X-Frame ganz genauso, ne? Also einfach über den Installation Manager. So, und es erscheint dann entsprechend. So, Moment, jetzt mal hier gucken. Also im Navigator findet man es dann unter Indikatoren Stereo Trader. So, kriegen wir jetzt wenigstens einen Ausbruch nach unten. Lass mich mal kurz hier auf meinen anderen Chart hier gucken, auf meinem anderen Monitor. Wie sich das da darstellt. Also 375 wäre dann halt hier auch der nächste Punkt. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich springe jetzt mal hier rein. Mache das mal genau wie eben, nur umgekehrt. So, dann gucken wir jetzt mal. Das kommt dann natürlich erstmal hoch, klar. Also hier an der Eröffnung von der letzten Kerze, das wäre jetzt auch im normalen Markt ein guter Ansatz. Das heißt, da sind wir natürlich schon wieder an der Kassaeröffnung. Also bei 410, Quatsch, 411. Da halt Short. Das sieht man nicht. Ich habe es jetzt hier nur gerade ausgeblendet wegen den Farben hier. Und das sollte zumindest doch mal jetzt einmal hier unter die 400 und am liebsten, wie gesagt, zur 375. So, aber wenn er jetzt hier wieder auf der Stelle steht, dann werfe ich für heute hier den Hut. Also 375, können wir auch mal gucken, ob ich die hier noch zusammenbekomme. Also war generell natürlich auch eine Marke aus dem Block. Das ist die Geschichte hier. Das sieht man aber hier, glaube ich, nicht mehr so gut. Also
ich weiß schon gar nicht, die ist schon so alt. Mal gucken, wo die halt relevant geworden ist, ob ich da mal ein bisschen was dazu erzählen kann. Ja, sieht nicht mehr. Kriege ich so nicht mehr zusammen. Ist aber auf jeden Fall halt auch, sieht man ja hier jetzt auch noch letzte Woche halt schon noch deutlich gehandelt worden. Ja, also hier ordentlich wieder runter, hier drüber versucht und wieder runter und wieder hier die ganzen H1-Schlusskurse alle nicht drüber. Und hier auch einmal kurz drüber, trotzdem runter. Und das wäre natürlich schon so ein Punkt. Also das heißt, hier haben wir definitiv Volumen gehabt. Und wo Volumen war, wird auch Volumen sein. Was wir jetzt halt hier aber sehen, ist halt Overnight, ja. Also die hat er genau drauf aufgesetzt. Aber hat jetzt natürlich keine Bedeutung, weil hat ein Future so nie stattgefunden. Und klar, da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, war das schon da? Nein, der DAX war da nie. Der FDAX war da auch nie. Ja. Das Einzige, was hier gewesen ist, ist die Overnight-Berechnung, wo der DAX denn sein könnte. So, aber der war da halt nie. Und deswegen ist das halt schon, also jetzt, deswegen würde ich das ignorieren an der Stelle, ja, dass da halt eine Kerze halt steht. Also für mich sind die aus anderem Grund interessant, eben weil die halt in der Vergangenheit oft gehandelt wurden. So, und auch anders ausgedrückt, wenn es von hier nicht oben nach oben geht, dann halt muss es halt wohl ein bisschen tiefer sein, ja, weil jetzt hier von dem Level, ja, wo wir jetzt hier nur 3 Punkte, 4 Punkte unter dem letzten Low waren, von dem es schon nicht nach oben ging, beziehungsweise hier hat es ja auch schon versucht und wir waren ja im Future, waren wir auch schon drunter heute Morgen bei 3,8, wo war da? 3,89 etwa an dem Bereich. Das hat alles nicht gereicht, ja. Und deswegen, warum soll es denn jetzt reichen? Das ist also einfach mal von der Plausibilität her, ja, warum soll es denn dann jetzt reichen, von hier aus oder auch von da aus, da plötzlich halt ein neues Tageshoch zu machen? Glaube ich nicht. Und deswegen ist da halt auch vor dem Hintergrund absolut wahrscheinlich, dass wir da halt ein neues Tief brauchen. Und da wird man halt sehen, ob die 375 dann ausreicht. Aber dass die kommen, bevor zumindest ein neues Tageshoch machen, dann bin ich mir ziemlich sicher. Aber das hat hier von der Vola echt anstrengend. So, jetzt hier dann nochmal Point of Control, beziehungsweise das war jetzt halt die Eröffnung. So, werde ich den hier wieder reingeben, beziehungsweise da noch einen dazu packen. Vielleicht kriegen wir den ja sogar nochmal an der Stelle. Also finde ich halt gerade, wenn man irgendwie am einmal mal rein, wenn man halt am Tief shortet, ja, kann man machen. Also, aber damit muss man halt rechnen. Deswegen würde ich auch ungeachtet dessen, was ich jetzt heute sage, der Markt ist mir nicht geheuer. Deswegen gehe ich hier mit verteilten Positionen rein. Aber macht eben, wenn man wirklich unten short geht und da irgendwie auf einen Ausbruch in die andere Richtung halt baut, macht auch vor dem Hintergrund Sinn, ja, weil man einfach nicht weiß, so wie viele Gegenreaktionen kriege ich denn an der Stelle noch, beziehungsweise bis wohin geht sie denn auch noch. Also, aber wie gesagt, dass wir jetzt hier einfach geradeaus hochlaufen, glaube ich nicht, weil es einfach keinen Sinn ergibt, ja, es sei denn, heute hat irgendwie keiner von den großen Marktteilnehmern hier überhaupt Interesse am Markt. Okay, dann haben wir halt einfach, dann kriegen wir einen Seitwärts, ja. Das heißt, dann kann es jetzt passieren, dass sie nochmal rausfliegen, wir nochmal da oben hinlaufen, dann nochmal runter und, aber ich versuche ja halt hier irgendeinen Ausbruch zu erwischen. Aber irgendwie, so, was haben wir jetzt? 10:05 Uhr. Die erste Kerze ist jetzt fertig. Also hier haben wir zum Beispiel halt, vorhin wurde ja gefragt nach meinem Lieblings-Setup. Es ist zwar jetzt hier nur, also 5 Minuten leider ein bisschen schwach, beziehungsweise ist auch kein Engulfing hier an der Stelle. Von daher vielleicht jetzt als Beispiel auch nicht unbedingt dienlich. Was dann halt eher schon halt, also für einen Scalping-Ansatz, deswegen bin ich auch hier oben nochmal rein, ungeachtet dessen, dass wir da die Kassamarke haben. Wir haben halt hier einfach
die Eröffnung von der Kerze, die abwärts gerichtet ist. Da gibt es halt eigentlich auch relativ problemlos immer ein paar Punkte an so einer Stelle, wenn versucht wird, das zu übertreten. So, jetzt haben wir doch hier mal ein bisschen Bewegung. Das ist doch schon mal besser. So, jetzt mal gucken. Ich gebe erstmal einen wieder raus. So, was jetzt hier wandert, ist mein Trade Break-Even. So, weil ich gebe ihn deswegen raus, weil ich natürlich jetzt auch nicht weiß, ob wir uns hier unter der Value Area entsprechend hier etablieren können. Aber das hat eben auch das Schöne an der Skalierung. Ich habe es ja auf der WOT auch so ein bisschen erzählt. War, wie gesagt, ja auch eigentlich der Plan vorhin. Ja, ich habe halt mich nur verquatscht und deswegen habe ich das vorhin kurz verschlafen, dass ich halt hier einfach mich in den Markt skalieren kann. Also auch wenn es jetzt halt hier entsprechend halt von der Vola wirklich überschaubar ist. Ja, aber das Prinzip ist halt immer das Gleiche. Ich kann halt einfach mit meinen Positionen oder mit Teilpositionen einfach ganz bequem ausloten, beziehungsweise die Mitte letzten Endes ausloten und mich dann halt auf die Richtung vom Markt entsprechend dann halt einstellen. Und deswegen halt hier auch die Skalierung. Das heißt, wenn er da oben hingegangen wäre, hätte ich auch den hier aufgelöst und eben genauso war es vorhin mit dem Long halt auch geplant. Ne? Das halt einen Teil nochmal rauszugeben. Und da wäre ich da halt auch zumindest mal mit null rausgekommen aus dieser Geschichte, obwohl ich ja falsch lag. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin kurzerhand verschlafen. Also es tut mir echt leid, dass ich das nicht zeigen konnte. Aber hier sieht man es jetzt, glaube ich, ein bisschen besser. Und das hat eben auch das Schöne hier, weil ich sehe halt hier an der goldenen Linie an der Trade BE. Das heißt, da ist jetzt eigentlich mein Break-Even nicht hier, wo meine Position ist, weil hier ist jetzt schon eingerechnet die Auflösung hier von den, was waren das hier, 15, 16 Punkten von dem kleinen Short, von der kleinen Teilposition Short. Das ist ja hier schon mit eingerechnet. Ja, also das, und deswegen ist mein Trade Break-Even jetzt erstmal höher als mein Positions Break-Even. Und so kann ich dann halt eben relativ stressfrei, wenn man das so skaliert, mir jetzt zum Beispiel hier auch angucken, schaffen wir es jetzt hier drunter, ja, also hier unter das Value Area Low von heute und kann dann halt eben auch mit den Positionen dann halt auch entsprechend hantieren, kann die immer wieder rein und rausgeben und bin da jetzt nicht darauf angewiesen, mit einem fixen Stop und einem fixen CRV da halt zu agieren. So, 10:09 Uhr, die nächste 5-Minuten-Kerze wird fertig. Die ist eigentlich recht deutlich. Also hier sieht man es ja im Hintergrund. Ja, also einmal hier unter dem vorigen Low geschlossen. Dazwischen, das war nichts. Ja, ein Innenstab. Und wenn die jetzt hier so schließt, dann ist es eigentlich ein ganz gutes Indiz dafür, dass wir da auch noch weiterlaufen, weil es halt einfach eine ganz klare Fortsetzung ist. Und selbst wenn er dann nochmal hochgeht, ich würde ihn auch hier direkt nochmal shorten. Ja, also deswegen lasse ich die hier oben auch mal liegen, mache in der Position da auch nichts. So, wir haben ja knapp hier ein bisschen größer skalieren. So, mein Fadenkreuz hier. So, mal gucken. Wir haben ja knapp unter der von davor geschlossen. Das heißt, wir haben, es ist halt hier tatsächlich irgendwie nur ein Tick möglicherweise, eventuell auch gar nichts. Aber das hat eben auch im Hinblick auf Außenstabslogik und so weiter. Das heißt, wir haben hier Außenstab, Innenstab, nächster Außenstab. So, und dann sollte, normalerweise sollte es, oder passiert es ganz, ganz selten, dass dann halt so ein Außenstab einfach nochmal umgedreht wird und die Kerze jetzt zum Beispiel dann halt hier oben endet. Glaube ich nicht. Ja, es ist dann eher plausibel, dass wir da nochmal eine Fortsetzung kriegen. Und klar, irgendwann dreht es auch mal, aber jetzt nicht unbedingt von jetzt auf gleich. So, hier unten hätten wir auch, es kommt natürlich jetzt hier interessanterweise dazu, bei der 375 haben wir auch den S2 vom Stundenpivot, also den Support 2. Und das ist eigentlich ein Punkt, der im DAX auch nicht so ohne weiteres überrannt wird.
Und wo halt man tatsächlich immer wieder dann auch viel Volumen dann auch sieht. Und das deckt sich hier eigentlich ganz gut. Also jetzt ist es nicht unbedingt ein Punkt, den man ansteuern sollte, ja, nur weil der da ist. Aber wenn man da ist, ist es halt ein sehr, sehr guter Exit. Oder vielleicht sogar, wenn man halt auf Long getrimmt ist, noch, ja, dann ist es halt auch ein möglicher Einstiegspunkt, wobei man den natürlich auch wiederum abgleichen sollte mit allem anderen und nicht nur, weil der S2 da ist. Umgekehrt Short, allerdings funktioniert es oft gut. Das heißt, der wird irgendwie ganz, ganz selten nach oben einfach so überkauft. Und auf der anderen Seite, wenn es dann mal passiert, ja, dass er halt einfach 5 Minuten hier durchgeht und auch irgendwie drunter schließt, ist es oft ein Zeichen dafür, dass relativ viel Druck in die Richtung im Markt ist. Eigentlich ein ganz gutes Indiz halt eben auch, beziehungsweise eigentlich eine brauchbare Indikation. So, aber der Wohler hier, müssen ja auch hier irgendwann mal zum Schluss kommen, nach jetzt ja fast schon 90 Minuten. Ist halt die Frage, halten wir das jetzt noch durch, bis da unten hin? Oder denken wir uns hier den Rest? Ich würde natürlich schon gerne hier den Trade natürlich mit einem netten Plus jetzt auch noch abschließen, weil ich den vorhin ja halt so ein bisschen unnötigerweise versemmelt habe. Aber kann es natürlich jetzt zeitlich auch nicht erzwingen. So, hier habe ich ja gesagt, ne, gerade wenn wir jetzt hier noch, tatsächlich nochmal drüber laufen sollten, ich würde den tatsächlich auch nochmal shorten da oben. Also wenn er nochmal da oben hinkommt, weil es so ein Bild fast nie gibt, ja. Also es hat hier einfach so einen Außenstab dann halt nochmal und dann einfach mal umdrehen, dann nach oben weiterlaufen. Sieht man sehr, sehr selten. Und auch wenn jetzt hier so ein bisschen Gegenbewegung da ist, es macht ja nichts. Meine, man weiß ja vor allen Dingen nicht, woher die kommt. Ob jetzt tatsächlich der große Käufer da am Start ist oder ob einfach nur Short aufgelöst wurde. Und dann halt, um die an anderer Stelle wieder reinzugeben, weiß man halt ja auch letzten Endes so nicht. Also, Nelson, wenn du einverstanden bist, würde ich dann halt hier jetzt erstmal so enden. Und weil das kann hier halt einfach jetzt echt noch ewig dauern, ja. Also, und es kann nämlich, Kein Problem. ja, es kann genauso gut sein, dass wir jetzt hier einfach nochmal, weil wir hier unten jetzt ja Reaktionen haben, ja. Es kann genauso gut sein, dass wir hier nochmal seitwärts laufen bis 11 Uhr und dann halt irgendwie um 12 Uhr erst da unten stehen. Man kann es ja mal im Auge behalten, wenn man möchte. Also ich sage, das kommt noch. Und zwar, ich sage nicht, es kommt unbedingt sofort ab hier, aber ich sage, es kommt, bevor wir ein neues Tageshoch sehen. Vorher sehen wir die 375. Würde mich zumindest sehr, sehr wundern, wenn dem nicht so ist. Vielleicht noch abschließend eine Frage, damit ich dem Timing auch gerecht werde. Ja. Oder mehrere tatsächlich haben nach dem Projects-Indikator gefragt. Ja, ich weiß, da haben schon ganz viele danach gefragt. Den gibt es aber leider nicht für die Öffentlichkeit. Also was ich ja halt, was ich ja mache, letzten Endes, also das ist jetzt auch kein böser Wille oder so, sondern einfach, das Ding ist halt einfach, ich entwickle das ja permanent weiter, sieht ja mittlerweile auch völlig anders aus als irgendwie vorher, aber trotzdem hat es halt immer noch so seine Macken. Und das ist bei mir von der Priorität irgendwo ganz, ganz unten angesiedelt. Und kann sein, dass ich das irgendwann auch mal releasen werde. Aber solange das halt eben nicht rund ist und auch nicht irgendwie verlässlich und ich da bis auf wenige Ausnahmen auch keine klare Strategie dazu nennen kann, macht es halt wenig Sinn, das halt irgendwie dann auch als Release rauszutun. Und jetzt wirklich die letzte Frage. Benutzt du den Projects Trading Stop in jeder Zeiteinheit oder gibt es bestimmte Zeiteinheiten, wo du das nutzt? Dem Prix Trailing Stop, der kommt ja aus dem Indikator. Also, ne, wenn die Frage halt kommt, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt hier drauf habe. Ich glaube noch nicht mal. Der Prix, also Prix ist ja die Abkürzung für Price Action Context. Und das heißt letzten Endes außenstabsbasierende Logiken. Und daher kommt ja auch der Prix Trailing Stop. Also, der macht ja nichts anderes als das, was der Prix Indikator macht. Hier haben wir ihn. Und das heißt,
Der würde sich jetzt Außenstäbe suchen. Wenn ich den jetzt aktiviere auf 5 Minuten, dann würde der den Stop entsprechend über der Kerze setzen, über der Kerze setzen. Und sobald die nächste 5 Minuten Außenstab kommt, dann entsprechend auch wiederum über der nächsten. Und das ist ja auch der Grundansatz in dem Indikator. Und ich verwende ihn also völlig unterschiedlich, also je nach Handelsinstrument eben auch. Wo man ihn gut verwenden kann, tatsächlich ist im DAU, wenn der gut gelaunt ist oder beziehungsweise wenn der klar läuft, wenn die Vola hoch genug ist, kann man den tatsächlich auf 1 Minute einsetzen. Im DAX eher nicht. Im DAX würde ich den, glaube ich, nicht unter 1 Stunde einsetzen. Dafür läuft der DAX einfach viel zu unsauber. Aber im DAU tatsächlich ab 1 Minute, 5 Minuten, das ist halt, was halt immer nur wichtig ist, wenn man den einsetzt, ist, man braucht halt eine klare Bewegung, also eine klare entweder Marktrichtung, also das heißt Bewegung im Sinne von, man braucht entweder einen klaren Trend oder eine klare Gegenbewegung zum Trend, um einsetzen zu können. Aber jetzt hier zum Beispiel glaube ich nicht, dass es Sinn machen würde, ja, weil wir halt einfach so im Nirvana hier hängen, so in der Mitte, wo halt nichts passiert ist. So, und wenn der DAX jetzt aber irgendwie anfängt, ja, da oben drüber zu laufen und entsprechend dann halt auch irgendwie den Trendbruch fortzusetzen, dann glaube ich, macht es schon wieder eher Sinn. Also das heißt, beim Priax ist es halt echt wichtig, den Zeitpunkt entsprechend auch richtig abzupassen, ab dem man den überhaupt aktivieren kann. Und das macht eben entsprechend immer nur Sinn, wenn entsprechend halt idealerweise ein Bruch vorliegt. Also würde jetzt hier zum Beispiel mal angenommen, ich sage, der Priax ist mir jetzt irgendwie halt für 5 Minuten würde ich den anwenden. So, dann müsste ich hier an der Stelle warten, bis ein Bruch vorliegt von dem letzten Außenstab, der nach unten gerichtet ist und entsprechend mich hier oben drüber etablieren. Das wäre so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, jetzt macht es vielleicht Sinn, da halt den Priax dann zu aktivieren. Aber es macht gar keinen Sinn, den zu aktivieren, wenn er irgendwo im Mittelfeld ist, ja, oder wenn es halt nicht etabliert ist. Also, da sollte man schon drauf gucken. Okay, dann haben wir auch alle Fragen beantwortet. Und ja, dann ich verabschiede mich schon mal, überlasse dir gleich das Schlusswort. Vielen Dank an alle Teilnehmer für, ja, für das Dabeisein und für das Interesse. Wir haben tatsächlich schon nächste Woche auch wieder Live-Trading hier morgens. Aber wir sehen uns ja schon am oder hören uns am Freitag zu den NFP-Zahlen. Und Genau. vielen Dank, Dirk, für das Webinar heute. Also du kriegst wirklich ja auch wie immer gutes Feedback, sehr gutes Feedback. Hat wieder Spaß gemacht, was der Markt macht. Dafür kann keiner. Und ja, ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Tag, noch eine schöne Woche bis Freitag. Und Dirk, wie immer, du hast das Schlusswort. Ja, also danke für das Feedback natürlich an der Stelle, wobei ich das heute so ein bisschen ungerechtfertigt finde, weil vorhin den Long, der war einfach, also da noch echt nochmal sorry, den habe ich halt einfach versemmelt, weil ich mich hier wirklich verquatscht habe. Das war total unnötig, weil die kennt man ja vielleicht, ja, man hat irgendwie eine Idee im Kopf, dann fängt die an irgendwie zu laufen und dann ist man abgelenkt und zum Schluss guckt man, denkt so, verdammt, ich wollte doch was ganz anderes machen. Und das war eben vorhin auch mit dem Long der Plan. Das heißt, wir enden jetzt hier heute dann halt tatsächlich mit irgendwie einem kleinen Minus natürlich. Und das ärgert mich natürlich, weil es halt einfach nicht notwendig war. Und aber okay, ist jetzt passiert. Also dafür nochmal sorry. Trotzdem ist ja der Markt hier ungefähr zumindest so unterwegs, wie es beschrieben ist. Und sind ja auch, glaube ich, viele Sachen. Also jetzt hier von den Bewegungen, wie ich es ja vorhin auch irgendwie mit der Stundenkerze gesagt habe oder halt wo Reaktionspunkte sind. Das funktioniert ja zumindest. Und dass er jetzt nicht läuft, klar, nicht weiterläuft jetzt einfach so, da kann ich natürlich jetzt auch nichts für. Für die Volatilität bin ich nicht verantwortlich. Aber okay, es kann ja nicht immer super laufen. Dafür war es ja für diejenigen vielleicht, war der ein oder andere hier auch dabei bei der Pre-Conference. Da ist ja einiges zusammengekommen an Punkten. Also über 40 waren es in der ersten Stunde und tatsächlich nochmal 50, dann nachher in der zweiten Stunde mit Olli Klemm zusammen. Aber so läuft es natürlich auch nicht immer, das ist halt auch klar. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Dabeisein, fürs zahlreiche Dabeisein vor allen Dingen. Und ich hoffe,
Es hat ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht konnte auch der eine oder andere noch irgendwas für sich gewinnen an irgendwie Infos, die er gerne in seinem Ansatz mit berücksichtigt. Danke natürlich an FX Flat und an Nelson ganz besonders, der sich morgens ja immer hier mit mir rumquälen muss. Überhaupt nicht. Ist mir eine Freude. Ja, und wir sehen uns tatsächlich ja diese Woche am Freitag im NFP-Trading. Ich freue mich. Passt auf euch auf, macht nichts kaputt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.